Also 11:45 Uhr ist definitiv Ende, dann ist nicht mehr auf der Strecke 11:44 Uhr und die Lücke heißt, wir können auch raus, wenn wir runter fahren. Wobei das der letzte Wechsel natürlich bei den Frauentüren 11:01 Uhr mit 52 Stunden und einen erheblichen Vorsprung auf die Jörg-Kappe Sie, die ja seit 7 Runden in Deutschland auf der Uhr haben. Eine ganz andere Art von Rennen, die auch einmal. Race auf dem Nürburgring, muss man vielleicht ganz kurz zuvor sagen, 1966 ist Rudi Altig hier auf dem Ring auf der berühmten Nordschleife Weltmeister geworden. Darüber freuen wir uns dann ganz besonders und auch auf die jungen Deutschen. Eine Mannschaft aus dem Sauerland, die wir bei den deutschen Meisterschaften eine Woche vor dem Start der Tour de France bereits gesehen haben. Das war jetzt dort in Erfurt, als wir dort bei den nationalen Meisterschaften dabei waren. Und das sind Aaron Gosser, meine Damen und Herren. Dann neben all den anderen Mannschaften, die hier haben, ich habe über Bora Argon 18 gesprochen, mit, glaube ich, 5 Tour de France-Teilnehmern, dann das Team Giant Alpecin, eher die kleineren, die jüngeren Rennfahrer. Du kommst aus einer Radsportfamilie, dein Papa war erfolgreicher Radamateur, Theo Intra. Wie sieht das bei euch heute aus? Rechnen die euch minimale Chancen aus oder wie habt ihr euch eine kleine Taktik zurechtgelegt? Also Streckenprofil ist ja sehr anspruchsvoll hier, also kein leichtes Rennen. Und dann glaube ich, dass es unsere Priorität schon drauf liegt, die Gruppen zu besetzen und uns gut wie möglich zu verkaufen bei den Teams. Seid ihr denn gestern oder vorgestern mal irgendwann mal auf dieser Schleife unterwegs gewesen? Was ist für euch dann der Schwerste? Also die Einzigen, die mal hier auf der Nordschleife waren, die waren eher mit dem Auto hier und haben da sich mal den Kurs angeguckt, aber mit dem Fahrrad haben wir es bisher noch nicht uns angeguckt. Also ihr wisst gar nicht, was auf euch wartet. Vorher wartet die Mannschaft aus Russland, Gazprom Rosvelo. Sie kennen die Mannschaft vielleicht von einigen der Übertragungen, die sie möglicherweise auf Eurosport auch gesehen haben. Das ist ihm dann doch ein bisschen zu schwer und dann hat er ganz andere Ziele. Mülli aus Berlin. Wir haben allerdings ebenfalls 2 Deutsche im Team Rinkhoff. Die Mannschaft, die aus Österreich kommt. Und Gerhard heißt euer Chef, ne? Das ist der Teamchef, oder? Alexander heißt er. Ihr sagt ja auch eher die Außenseiter bei dem heutigen Straßenrennen, beim heutigen Rudi Altig Race. Habt ihr euch den Kurs schon mal etwas angesehen? Nein, also wir haben den Kurs auch noch nicht angesehen, haben zwar viel davon gehört und er muss nicht ganz leicht sein. Erzähl ein bisschen was über eure Mannschaft. Ihr seid in Deutschland relativ unbekannt. Ihr habt natürlich Andreas Müller bei euch im Team aus Berlin, der selbstverständlich auch in Deutschland einer der bekanntesten Bahnradsportler ist. Wie stehen eure Möglichkeiten heute überhaupt bei diesem Rennen? Wie habt ihr das erste oder die erste Hälfte der Saison absolviert? Seid ihr damit zufrieden? Ja, also wir sind sehr zufrieden, hatten ein gutes Rennprogramm, waren viel unterwegs, von Taiwan über Marokko, natürlich dann auch in Österreich, Oberösterreich Rundfahrt, Österreich Rundfahrt und so weit sind wir zufrieden. Zu heute kommend, ja, wir sind jetzt natürlich nicht die stärkste Mannschaft, wollen aber trotzdem unser Bestes geben, wollen auch schauen, dass wir in der Gruppe vertreten sind und am Schluss schauen wir einfach dann, was rausspringt. Also die 85, ich wollte gerade noch mal gucken, welche Rennfahrer hier mit dabei sind. Mit der 85 Robert Malík, den wir bei uns haben. Das ist der erste, der sich hier ganz kurz vorgestellt hat. Aus der Slowakei. Und was sagt uns die Slowakei? Klar, da gibt es einen ganz guten. Der war allerdings bei der Tour de France am Start. Hier nicht beim Rudi Altig Race. Kommt vielleicht mal Peter Sager, der aktuelle Weltmeister. Bringt, um vielleicht später einmal erfolgreicher Berufsradfahrer zu sein. So, dann haben wir den Dorian Lübbers. Komplett deutsche Mannschaft, wie gesagt. Dann haben wir Nathan Müller, Jonas Rapp. Wir haben Simon. Wie wir uns zu verhalten haben im Rennen, der wird die Teamtaktik besprechen und uns alles Gute wünschen, wahrscheinlich. Herr Markus Steiger ist ein alter Haudegen, der war viele Jahre lang Berufsradfahrer. Was bringt ihr euch denn mit auf den Weg vor dem Start einer solchen schweren Prüfung wie heute dem Rudi Altig Race? Ja, er kann natürlich nur gut seine Erfahrung einbringen und nimmt uns natürlich auch ein bisschen die Aufregung, weil er ziemlich viel Erfahrung hat. Und das hilft uns immer ganz gut, wenn wir dann. Da geht er ganz ruhig an den Start und sagt, selbst die 3.500 Höhenmeter, die wir heute zu fahren haben, da steckt man relativ locker weg. Naja, das vielleicht nicht, aber wir haben starke Jungs dabei, die am Berg gut sind und da hoffen wir mal, dass wir einigermaßen vorne mitfahren können.
Ja, schauen wir mal, werden wir dann nachher sehen. Aber es ist natürlich, wenn du Emanuel Buchmann zum Beispiel siehst, der jetzt 3 Wochen Tour de France in den Beinen hat, Paul Voss als Beispiel, der bei der Tour de France das Trikot des Bergbesten tragen durfte, eine harte Konkurrenz, die er heute knacken müsste. Ja klar, das ist nur mal eine andere Liga, aber man gibt sein Bestes und wenn man einen guten Tag hat, kann man vielleicht auch mal mitfahren. Ihr seid auch noch nicht auf dem Rundkurs unterwegs gewesen. Nee, aber man kennt ihn halt vom Motorrennen. Man kennt es vom Motorrennen, ist im Grunde genau das Gleiche. Ne? Alles Gute, grüß mir den Markus, euren Teamchef und von vielen anderen. Aber heute verzichten wir mal auf diese Einschreibeliste. Die Mannschaft am Platz aus Österreich mit Schweizer Sponsor natürlich. Das bedeutet, mit BMC sind sie heute mit dabei. Und Maximilian Kühn. Er ist da ganz drüben, genau. Also, ihn wollte ich gerade kurz noch... Österreicher kennst du die Jungs sicherlich sehr gut. Und wie sind auch eure Möglichkeiten hier auf dem Nürburgring, auf diesem schweren Rundkurs? Es ist schwer zum Einschätzen, weil wir haben seit der Österreich-Rundfahrt vor 3 Wochen keine Rennen gehabt. Es waren viele von uns krank. Wir müssen schauen, wie wir jetzt wieder reinfinden. Aber generell, meiner Meinung nach, sind wir sehr konkurrenzfähig, auf alle Fälle. Also da kann bei uns im Team kann jeder Ergebnis einfahren. Was wäre denn für euch ein gutes Ergebnis bei diesem heutigen Rennen? Unter die besten 10, unter die besten 8? Was ist da so das Ziel, das ihr vor Augen habt? Top 10 ist eigentlich immer so die Marschrichtung, was man vorgibt. Es soll länger so möglich sein, was im Endeffekt dann wert. Ja, wenn man das Beste gegeben hat, dann ist eine Top 20 Platzierung auch ganz gut, weil man alles halt gegeben hat. Dann noch einige ehemalige mit dabei, die im Team von Rudi Altig waren 1966, als er im August hier Weltmeister wurde. Also die werden wir nachher noch sehen. Auch Klaus-Peter Thaler, der zwar damals nicht dabei war, einige Jahre später, 1978 bei den dortigen Weltmeisterschaften, hat ja gestern und auch heute schon ein paar Runden auf dem Rundkurs gedreht. Nicht heftig geregnet, eine Etappe wurde, glaube ich, sogar verkürzt oder abgebrochen war das. Abgesagt sogar ganz, lief auch während der Tour de France. Also wir haben die Mannschaft, wer war aktiv? Jet Pro Cycling, so der komplette Name der Mannschaft mit Lukas Bodnar. Karel Hink haben wir mit dabei, dann Jerzy Ponicki, Jordi Simon aus Deiß, Rottweil, Deisling, das ist ein Verein gewesen, bei dem das war früher Großmutter. Ralf Matzka war auch in Deisling, ne? Auch ein ehemaliger Berufsradfahrer. Und die beiden Damen dort unten kommen aus deiner Ecke. Erzähl mal, wie geht's dir im polnischen Team? Ja, also ich fühle mich super wohl, hatte ein richtig gutes Rennprogramm und ich bin echt top zufrieden. Du warst, glaube ich, Tour de Suisse, Polen-Rundfahrt, Katalonien-Rundfahrt, bist du sehr stark unterwegs gewesen. Also besser kann es eigentlich nicht laufen. Man sagt ja auch immer wieder, es besteht manchmal die Gefahr, dass die jungen Rennfahrer, und du gehörst zu den Jungen, du warst im letzten Jahr noch Zweiter der Gesamtbundesliga in Deutschland, vielleicht zu viele Rennen fahren und dadurch auch ein bisschen verheizt werden. Ist das bei dir nicht der Fall? Fühlst du dich wohl? Ja, ich fühle mich richtig wohl. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es zu viel war. Ich konnte eher noch besser werden dadurch und es ist richtig gut gewesen. Wie geht es jetzt weiter für dich, für euch nach diesem heutigen Rennen? Wir fahren jetzt noch die Czech Tour und dann noch die Tour de Fjords und ja, da muss man mal sehen, wie es weitergeht. Davon in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, die werden wir bald in Rio sehen und hoffentlich entsprechend erfolgreich. Also beginnen wir mal, meine Damen und Herren, mit Maximilian Bayer. Wir haben mit dabei Patrick Haller. Wir haben mit am Start den Michel Koch. Und dann haben wir noch hier Leif Lampert, da selbstverständlich mit am Start. Lukas Liss, Marco Mattis, wir haben Jan Cianosta und Mario Funk. Und dein großer zweiter Traum, muss man hier sagen, nochmal bei Olympia dabei zu sein. Der ist leider geplatzt aufgrund dieser Verletzung. Du hast ja dein letztjähriges Team, wollte ich sagen, verlassen, die Maloja Pushbikers. Und bist dann extra zu dem Team Radnet Rose gewechselt, um vielleicht bei Olympia dabei zu sein. Dann hast du dir das linke Kahnbein gebrochen. Es ist ja schon bitter. 2004 Athen dabei gewesen, Rio, das Thema ist gegessen. Ja, das war natürlich mit der Verletzung, mit der Diagnose war es leider gegessen. Ich habe jetzt 2 Monate nicht trainieren können und da braucht man sich nicht groß überlegen. In der Olympischen Saison, da ist es vorbei. Aber drückst den Jungs im Vierer in der Verfolgung trotzdem die Daumen? Ja, ich hoffe, dass auf jeden Fall was geht. Also es hat Spaß gemacht, da mitzumachen. Projekt. Sven Meyer macht da eine super Arbeit und steckt da sehr, sehr viel Energie rein und deshalb bin ich auch mit dazugekommen. Und da muss ich sagen, da hoffe ich schon, dass sich da was bewegt. Also zumindest die Qualifikation ist ja schon mal ein Riesenerfolg wieder gewesen. Sehr starken Vorstellungen. Vor 2 Jahren war das 2014, ne? Und dann kam diese Fusion zustande und du warst einer derjenigen, die plötzlich auf der Straße saß. Hast du das denn richtig verkraftet? Das ist ja auch nicht so einfach. Ja, es ist für einen Rennfahrer nie einfach.
wenn man ganz oben angekommen war und durch so eine Fusion dann die World Tour nicht halten kann, aber so ist der Radsport, so ist das Leben und mit Team Radnet Rose habe ich ein sehr gutes Team gefunden, das mich auch dementsprechend unterstützt und deshalb bin ich hier eigentlich sehr zufrieden. Polen lizenziert ist mit Davide Rebellin, dann haben wir Piotr Boschina, wir haben Josef Czerny, wir haben Jan Hirt im orangefarbenen Trikot, Adrian Kurek, Marcin Mrosek, Lesek Polinski und wir haben Felix Großschartner. Komme ich jetzt mal zu dir. Ihr habt eine tolle Mannschaft, ihr seid stark unterwegs gewesen, ihr habt ja auch die Polen-Rundfahrt zum Teil bestritten. Allerdings bist du, naja, als Klassiker-Spezialist kann man sagen, als Eintagesspezialist vielleicht auch nicht so flott unterwegs. Du hast zwar das erste Jahr in Diensten der polnischen Mannschaft, aber warst auch gesundheitlich immer wieder heftig angeschlagen. Unter anderem hattest du eine ziemlich heftige Gürtelrose. Ja, also früher ging recht gut mit Top 15 Platzierungen in Spanien. Dann hatte ich leider eine Gürtelrose, aber dann jetzt lief es wieder recht gut bei der Tour de Suisse und bei der Polen-Rundfahrt. Ich hatte zwar zwei Stürze in Polen, aber dennoch war es recht okay. Ja. Wie schätzt ihr euch so heute ein? Was habt ihr vor? Was könnt ihr hier bewegen? Ja, ich denke, wir sind gut aufgestellt. Mit dem Davide haben wir sicher einen der Top-Favoriten hier und wir hoffen, dass es auf keinen Sprint kommt. Dann geht sicher einiges. Ja, ja, mal da auch ein bisschen Gas geben, denn sonst wird es sich das Ganze mit dem Zart natürlich statt auch entsprechend verzögern. So, hallo Jungs, guten Morgen. Also die Mannschaft Vorarlberg aus Österreich, aus dem gleichnamigen Bundesland. Du hast das Einzelzeitfahren hier gewonnen und gestern hat ein Teamkollege noch in St. Anton von euch gewonnen, ne? Ja, gestern war das Kriterium in St. Anton, da hat Patrick Jäger Teamkollege gewonnen. Der ist aber nicht hier. Der ist nicht hier, genau, der ist nicht hier, aber du bist hier und deine Form scheint ja gar nicht so schlecht zu sein. Ja, ich war jetzt drei Wochen im Training zu Hause, aber vorher die Österreich-Rundfahrt lief recht gut und war da drin dann gesamt und das war sehr zufriedenstellend für mich. Nein, gibt keine Einschreibeliste. Wir machen das jetzt einfach mal so. Linus, du darfst auch gerne bleiben, bei mir bleiben, direkt an meiner Seite. Wir quatschen einmal ein bisschen. Und ach komm, mach das doch mal selber. Stell deine Rennfahrer mal kurz vor. Du kannst reden. Bei dir ist es auch so ein Wort, das ich ihm in den Mund lege. Und der Bergfahrer, du hast vor zwei Jahren die Luxemburg-Rundfahrt gewonnen. Ne? Dann warst du letztes Jahr war das. Dann warst du natürlich auch Tour de France-Etappensieger. Wir durften über die sprechen vor ein paar Tagen. Und auch gelbe Trikot, das du bei der Tour de France getragen hast. Damit auch gleichzeitig Führender in der Nachwuchswertung. Wie geht's dir heute? Die Mannschaft Stölting wird es in dieser Form nächstes Jahr nicht mehr geben. Was hast du vor? Hast du schon irgendwelche Hinweise, wie es mit dem Team denn dann weitergeht, gerade mit solchen Rennfahrern? Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig für die jungen Rennfahrer, gerade, dass es da weitergeht. Stölting hat ja angekündigt, dass sie im Kontinentalbereich weitermachen. Dementsprechend hoffe ich, dass es da für die gerade jüngeren Mannschaftskameraden einen guten Weg gibt. Für mich selber, ich muss mal schauen. Ich würde sagen, ich bin jetzt im Spätherbst meiner Karriere und da schauen wir mal. Und das gilt natürlich auch für deinen Teamkollegen, früheren Teamkollegen Fabian Wegmann. Genau, der guckt auch und würde mich freuen, wenn er noch ein Jahr weiterfährt. Also, wir freuen uns auch, wenn du noch mal weiterfährst. Jetzt kommen wir zur Mannschaft, die hier zu Hause ist. Ne? Ihr, das Team Kota, Lotto und Daniel, komm, mit dir machen wir genau das Gleiche wie mit Linus. Sag du mal kurz was zu eurer Mannschaft. Ja, hier zu meiner Rechten haben wir den Christopher Hatz. Ist auch ein recht bergfester Fahrer, der auch immer für eine Spitzengruppe gut ist. Daneben haben wir unseren Jungspund, den Luca Henn. Dann geht es weiter mit Tobias Knorr, der auch wirklich sehr bergfest ist. Dann kommen wir zum Mann, der sich hier bestimmt einiges ausrechnet. Der Raphael Freinstein hat dies Jahr schon einige starke Ergebnisse gebracht. Daneben ist unser Oldstar, unser dreimaliger Bergmeister Robert Retschke. Dann kommt Frederik Dombrowski, auch wirklich stark am Berg. Und last but not least, Marcel Meisen, der denke ich mal heute auch für ein Ergebnis gut ist. Ihr habt den Rheinland-Pfalz lizenziert und wir sind in Rheinland-Pfalz. Habt ihr denn im Vorfeld mal die Möglichkeit gehabt, den Rundkurs ein bisschen genauer zu inspizieren? Ja, einige von uns kennen den Kurs noch vom Bundesliga-Rennen von vor, ich glaube, 8-9 Jahren. Andere sind schon andere Veranstaltungen gefahren, aber wir haben jetzt kein spezielles Training mehr gemacht. PlayStation, ja, wie macht man das auf der PlayStation? Wie funktioniert das, erzähl? Na gut, einfach eine Nordschleife einstellen und mit dem Auto rumfahren. Ja. Auto, aber ist noch was anderes als mit dem Fahrrad. Ist noch was anderes, sieht nicht so steil aus, ja. Ganz kurz zu dir. Dein Papa war eben auch sehr erfolgreich, aber das liegt alles schon ein paar Jahre zurück. Gibt er dir ab und zu mal, ich rede natürlich von Thomas Freinstein, gibt er dir ab und zu mal ein paar Tipps mit auf den Weg? Ja, ich denke, ich bin jetzt schon im Alter, wo ich hoffentlich alles gelernt habe. Ab und zu kann er mir noch Ratschläge geben, aber im Großen und Ganzen nicht von der Mannschaft. Wir haben eine gute sportliche Leitung.
Und ja, letztendlich kommt es dann auf der eigene Leistung drauf an. Und du bist der Älteste, Robert, im Team. Wie hast du die Jungs auf den heutigen Tag eingestellt? Ich sag mal, nur 140 Kilometer. Ja, wir sollen auf jeden Fall aktiv oder wir werden aktiv fahren und dann gucken, ob wir zum Schluss vielleicht eine Gruppe durchkommt. Mit bisschen Glück wird das vielleicht passieren. Fossi, Bruder, ach da bist du, komm mal hier rüber, zu mir. Dich nehme ich mal ganz kurz. Das ist der Mann, der in diesem Jahr bei der Tour de France als erster das Trikot des Bergbesten tragen durfte. Heute geht's zum ersten Mal seit 5 Wochen wieder nach Hause. Richtig, ja. Wo warst du denn direkt nach der Tour? Hast du erst mal ein paar Tage Urlaub gemacht? Oder auf dem Rad, ja. Nee, ein paar Kriterien gefahren und ein bisschen durch Deutschland getingelt. Ja. Aber schön. Ja, die Autofahrt nicht so, aber das Rennfahren schon, ja. Und dann hast du ja nicht nur dieses Bergtrikot von der Tour de France, du hast ja auch noch ein grünes vom Giro d'Italia. Also 2 tolle Trikots, auch dort warst du mal führend in der Bergwertung. Liegt allerdings auch schon ein paar Jahre zurück, glaube ich, 2010 oder wann das war, ne? Eine ganze Ecke. Ja, wie sieht's denn aus mit euch? Wie seid ihr denn drauf? Emanuel, komm! Rede mal, du warst letztes Jahr noch deutscher Meister, du warst 21. bei der diesjährigen Tour de France, bester Deutscher in der Gesamtwertung. Du hast zwar vorgehabt, unter die besten 20 zu kommen, aber das ist ja auch ein super Ergebnis. Bist du zufrieden? Ja, ich denke, mit der Tour war ich schon zufrieden. Also klar, der 20. Platz hat jetzt nicht ganz geklappt, aber war ich ja knapp dran und der 3. Platz in der Nachwertung ist auch ganz gut. Und ja, mit meiner Leistung, also bin halt konstant 3 Wochen gefahren. Ich denke, das ist auch gut für die Zukunft. Muss man mal gucken, also ich denke, die Beine sind schon ein bisschen müde von den 3 Wochen, aber ja, wir wollen natürlich heute ein aktives Rennen haben und versuchen, das Rennen zu gewinnen. Aber wenn ihr überlegt, ihr seid jetzt die Tour de France gefahren, 3 Wochen auf höchstem Niveau, jetzt kommt er hier, das müsst ihr eigentlich für euch, für die Tour de France-Teilnehmer, so eine relativ angenehme Sache sein, oder? Also angenehm ist vielleicht etwas übertrieben, aber längst nicht so stressig wie für andere junge Rennfahrer, die 21, 22 Jahre alt sind und weniger Rennkilometer in den Beinen haben. Ja, die Ausgangslage ist halt eine andere. Also ich denke, wir sind hier heute eines der Favoritenteams. Auf uns wird heute geguckt. Das war bei der Tour wahrscheinlich nicht so. Also wir sind da nicht um einen Gesamtsieg mitgefahren. Von dem her ist es heute eine andere Herangehensweise. Und ich denke, es wird nicht einfacher, das Rennen heute zu gestalten und eben zu gewinnen. Ja, Nikias Arndt haben wir mit Bert de Backer, Kunde Körb, Tom Stammsnyder und Max Walscheid. Nein, gibt nichts zu unterschreiben, Nikias. Einfach nur so da sein. Wir reden kurz miteinander. Wie geht's dir? Giro d'Italia Etappensieger 2016 in Turin, hat die letzte Etappe gewonnen. Bist du fit? Ja, auf jeden Fall. Bisschen trainiert jetzt und die Form geht wieder nach oben und einfach mal gucken, was uns heute hier erwartet. Ich denke, es kann ein interessantes Rennen werden. Nur ganz kurz zu dir. Du bist auch einer der Lokal-Matadoren. Du bist Lokal-Favorit, kann man sagen, in Anführungsstriche. Aber sieht man auch schon an seiner Statur. Ist ähnlich wie Nikias eher Sprinter. Und du bist ja sicherlich auch nach deinem Unfall im Januar dieses Jahres immer noch ein bisschen gehandicapt. Bist, glaube ich, bei der Belgien-Rundfahrt zurückgekommen in den Wettbewerb, dann auch bei den deutschen Meisterschaften dabei gewesen. Wie geht's dir mittlerweile? Ja, inzwischen geht es sicherlich wieder bergauf, die Form wird besser. Ja. Heute wird es ein sehr schwerer Parcours für mich als rein Sprinter. Ich versuche das Team möglichst gut zu unterstützen und gucken wir mal, ob wir vorne reinfahren können. Was gibt es jetzt noch für Rennen 2016 für dich? Ich habe doch noch einige Renntage, falls die erste Norwegen eine Rundfahrt, dann in Großbritannien und am Ende noch in China. Zwischendurch noch ein paar Eintagesrennen, also ein ganz gutes Programm trotz des Unfalls. Kurz auch nochmal zu deinem mitverunfallten Teamkollegen John Degenkolb. Du hast ja sicherlich die Bilder bei der Tour de France verfolgt. Er war ja knapp dran, mal Etappenvierter, soweit sein bestes Ergebnis. Wie denkst du, wie fiebert man in solchen Situationen mit, wenn man ganz genau weiß, der wurde genauso wie ich und eben noch 4 andere dort in Spanien umgefahren. Wie sieht man sowas dann, die Leistung von John Degenkolb bei der Tour? Also generell hofft man natürlich bei jedem Rennen, das man verfolgt, dass das eigene Team vorne landet und vor allem bei der Etappe in Bern, die John auf dem 4. Platz beendet hat, hat es mich sehr gefreut, dass er in einem extrem schweren Finale wieder vorne reinfahren konnte und ich denke, das gibt dem ganzen Team auch Selbstvertrauen und so können wir weitermachen. Über die Bühne gemacht wurde, haben noch ca. 7-8 Minuten bis zum Start und eines, und das ist vielleicht ganz wichtig für die Zuschauer, die noch nicht allzu häufig, möglicherweise auch noch nie bei einem Rennen einer Art Rennen in dieser Kategorie waren. Sonntag und wir feiern noch weiter. Wir feiern den ganzen Tag, gleich gibt es die Siegerehrung, die von Lose Proben auf der Hauptbühne. Und wir haben für euch auch extra oben das Dach aufgemacht, dort könnt ihr nachher durchhandelnde Profis sehen.
wirklich heißen. Die Königsklasse der 24-Stunden-Fahrerinnen. Einzelstart Rad am Ring 2016. Platz 3 geht an Nicole Klüpper, Platz 2 an Hake Pries und Platz 1 vom Slam Factory Team. Ein Riesenapplaus für Jamie Kelleher. Den können wir nochmal zusammen einen riesen fetten Applaus geben unseren Siegern in der Einzelkategorie Rennrad. Die Mountainbiker kommt irgendwie entspannter hoch. Scheint wohl doch nicht so anzustrengend zu sein mit dem Mountainbike, oder? Also ich kann den Unterschied schon feststellen. Ja, danke, lass uns bitte nicht mehr über die auch. Du weißt ja auch, wie es da aussieht. Ja, komm, gib den Damen nochmal einen fetten Applaus. Sie haben sich hier alleine durch Waldsack mit 51 Runden der Lars Messerschmidt. Kommt rauf aufs Podium, damit ihr eure Siegerfotos habt. Lasst euch die Pokale überreichen, die Urkunden, die Sachpreise und holt euch nochmal den Applaus ab von euren mitgereisten Fans hier bei Rad am Ring 2016. Und ich glaube, Hans-Martin, wir haben schon die Bestätigung für 2017. Den Damen hier nochmal einen fetten Applaus. Herzlichen Glückwunsch an die X-Born Ladies MTB. Dankeschön und herzlichen Glückwunsch. So, das sind die Gewinner Mountainbike zweier Kategorie. Aber ich glaube, da kommt noch irgendwie was. Weil wir hatten ja, das müssen wir jetzt an der Stelle kurz sagen, wir hatten ja eine Challenge. Wir haben gesagt, der Thorsten Fram von Profile Design hat letztes Jahr gesagt, ja okay, jetzt haben wir schon wieder mal den Namen gewonnen. Er hatte das Profile Design, das Koga Ladies Team mit einer ganz besonderen Challenge. Sie hatten immer eine Challenge und haben ein Projekt, ein gemeinnütziges unterstützt und haben dafür Geld eingefahren. Und das finde ich ist nochmal ein Riesenapplaus wert. Also, ihr müsst natürlich noch ein bisschen warten. Zuerst kommen die Gesamtplatzierten, dann hinterher die Altersklassen. Aber wir drücken wirklich aufs Gas. Die Profis fahren jetzt gleich nur noch über die Grand Prix-Strecke, also nicht mehr hier vorher. Übrigens nochmal, das waren die Rennradfahrer. Achter, nur so als Hinweis. Sven Moskowskaja. Gleich gibt's Backoffice Party. Backoffice Party, wir packen noch ein bisschen Dextro rein. Gute Mischung. Ja, und Red Bull und so. Thank you.
Ja, die nehmen sich natürlich jetzt relativ locker gelassen auf diesen letzten Kilometer. Nichtsdestotrotz, Applaus haben wir verdient auf diesen schweren 140 Gesamtkilometer, die sobald komplett absolviert sind. Sicherlich eine gelungene hier aus der Oberaager Nationalmannschaft, der immer noch als Solist unterwegs ist und sicherlich auch einen Eindruck in der letzten Reihe hier auf diese letzte Runde etwas geschwächter als in den Runden zuvor. Gewonnen. Wir haben in der Startnummer 77 Jan Kappling aus Berlin, der Landesmeister in dieser Gruppe, und daneben Gregor Mühlberger mit dem Manuel Buchmann, der sich möglicherweise mit Platz 4 zufrieden geben muss. Meister zu werden, möglicherweise aber im Oktober Katar mit Marcel Kittel und André Greipel. So, wir haben die nächsten Fahrer. Benedetti hier noch einmal ganz vorne, auch einer der Bergspezialisten, kommt mit dem Rundkurs bestens zurecht. Auch hier noch zwei Runden zurückzulegen. Letzte Position Niklas Arndt aus dem Giant Team. Hier nochmal Koljapnev im Bild und Niklas Arndt war von Paul, der muss da nicht sofort alles abreißen, die werden nicht die Haare gewaschen. Es gibt eine Trophäe, einen Ehrenpreis. Annika, bitte schreite zur Tat. So, Hans-Martin Fraß, Veranstaltungsleiter, gemeinsam mit Alexander Donicke, überreicht also diesen Sonderpreis an den Sieger der Bergwertung. Machen wir gleich die Sprintwertung in einem Aufwasch. Auch die hat er gewonnen, also doppelt abgeräumt. Paul Voss, toller Tag für den Träger des Bergtrikots bei der diesjährigen Tour de France. Und dass er nicht nur sprinten kann, was die Sprintwertung natürlich beinhaltet, das zeigt ihm auch sein Sieg in der Bergwertung auf der Hohen Acht. Also da schleppt er einiges mit nach Hause. Das ist was für die Teamkollegen, für die Betreuer. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, das ist nochmal ein Riesenapplaus wert für Paul Voss. Des heutigen Tages, meine Damen und Herren. Ich bitte Herrn Thorsten Kocheneck, Geschäftsführer, nebenbei dieses Jahr Zweiter der Staatsmeisterschaften geworden, Georg Mühlberger, also ein hoffnungsvolles Talent aus Österreich, und er ist sicherlich kein Talent mehr mit seinen 30 Jahren, aber ein exzellenter Sportler, und das hat er vor mittlerweile 6 Jahren bewiesen, als er zeitweise beim Giro d'Italia der Führende in der Bergwertung war. Genau das hat er 2016 bei der Tour de France präsentiert. Er war häufig in Spitzengruppen vertreten, trug das Trikot des Bergbesten und heute Sieger beim ersten Rudi Altig Race, Paul Voss! Von Rudi überreicht die Trophäe an den Sieger Paul Voss im Trikot der Mannschaft Bora Argon 18. Die ersten drei nach 140 Kilometern beim Rudi Altig Race. Diesen Entschluss gefasst, einfach wegzufahren. War das so eine Spontanaktion? Ja, so halb. Ich habe mich auch nicht so gut gefühlt. Auch wenn es vielleicht komisch erscheint, aber die ganzen Attacken haben mich ein bisschen genervt. Und
wollte der Sache aus dem Weg gehen und habe dann halt entschieden, besser früher als zu spät zu attackieren. Und dadurch, dass wir so viele hinten in der Gruppe auch hatten, hat ihm das ein bisschen Druck weggenommen. Und wenn sie mich eingeholt hätten, hätten wahrscheinlich eine andere von uns attackieren können und gewinnen können. Von daher war es halt mannschaftlich für mich auch nicht einfach, aber halt einfach vom Kopf her schon mal eine einfachere Situation. Da hast du nicht allzu viel gewonnen in deiner Laufbahn als Berufsradfahrer. Bist schon, glaube ich, seit 2006 Berufsradfahrer. War nicht allzu viel. Wie würdest du den Sieg heute einschätzen? Ja, der ist sicherlich mein Katalonien-Rundfahrt, habe ich schon eine Etappe gewonnen. Ich würde es auf eine Stufe stellen. Das ist ein schöner Sieg. Das hat Spaß gemacht. Und ja, schön, der erste Sieger zu sein von so einem Rennen. Das sieht immer gut aus. Und ja, also ich würde ihn da gleichstellen mit dem Sieg. Ja. Drücken die Daumen. Alles Gute nochmal. Paul Voss, meine Damen und Herren, Sieger beim Rodeal-Degrés. Paul, geht ihr bitte noch darunter vor diese große Leinwand?